Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar hier in alter Stärke. Wir zocken hier weiter. Und zwar müsste das jetzt, glaube ich, schon Teil 4 oder Teil 5 sein. Ich weiß gar nicht so genau. Aber sieht man ja dann auf den Thumbnail, welcher Part das ist und auch in der Beschreibung. Wir haben auf jeden Fall einen Auftrag, wieder jemanden irgendwie umzubringen. Und werden das Ganze jetzt mal ausführen. Mal hochklettern. Ist auch vereinfacht. Also das Game ist auf jeden Fall geil. Also ich überlege, dass das so günstig war. Ich glaube, was ich dafür bezahlt habe. 5 Euro oder so? Irgendwie so in diese Richtung ging das. Warte mal, er sagt hier nach einem Zielpunkt suchen. Der Zielpunkt kann aber auch tiefer liegen. Er könnte aber auch auf der anderen Seite liegen. Hier ist ein Gitter, also kann es ja nur nach oben gehen, genau. Ja gut. Hier, den haben wir schon mal die Seele geklaut. Stop it. I said stop it. Walter. Who the fuck are you and why did you get in the way? I am an angel. And, well, oh. I am an angel. Alter, die Musik ist ja geil im Hintergrund. Sie ist. Ach, die heilige Neune, jetzt müssen wir gegen Engel kämpfen. Mach ich ja nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen. Hätte lieber gegen das Böse gekämpft. Sind die jetzt weg, oder? Weil meine Energie war nämlich sehr, sehr knapp. Ist die hier? Ah, sowas hasse ich ja, ne? Okay, solange nichts passiert, das Brett hält, geht das ja noch. Balance hält er auch. Okay, die kommen und gehen irgendwie. Natürlich schön, wenn man die andere Seite auch mal spielen könnte. Das wäre geil. Aber leider ist ja der Spielehersteller irgendwie aufgekauft worden und dann wurde die Schmiede, glaube ich, wieder geschlossen. Deswegen gibt es ja das Game auch keine Patches mehr. Deswegen kann man sowas wahrscheinlich nicht erwarten. Okay, wir wissen ja nicht, wie das Ganze ausgeht. Die flinke Faust, das gefällt mir immer noch am besten, muss ich sagen. Aber das Gute kann das Böse ja noch nicht aufhalten. Also die laufen ja mit mehreren Leuten auf mich zu. Versuchen mich zu bekämpfen und haben es nicht geschafft, mich aufzuhalten. Das macht mir eigentlich ein bisschen mehr Angst, muss ich sagen. Ah, jetzt ist er weiter. Where do they all come from? Ja, aber die sind natürlich geschickt, also die hauen immer ab. Und sind da so, dass sie dann irgendwann wieder auftauchen. Wahrscheinlich auch ein cleverer Kampf als ja, sich irgendwie hier einfach umklatschen zu lassen. Okay,
Why can't you just die? Sieht immer so aus, als wenn die Federn lassen würden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, hier müssen wir lang, genau. Auf jeden Fall lassen die doch nicht locker, also. Ich dachte, lassen mich mal ein bisschen zufrieden, da sind sie ja wieder. Alter Falter. Gehört das dazu oder hab ich jetzt versagt? For eons I've pondered how you'd look. And now here you are. A rather ordinary child without a clue what's happening around him. Wäre natürlich geil, wenn ich Seiten wechseln könnte. I have to admit to feeling rather underwhelmed. Now laugh while you can. And to think they compared you to Muriel. You're not even half as powerful. Savior and destroyer. Not by a long way. And I won't give you time to learn. Ich ja doch noch froh, dass das Gute... Alter, heftig. Ich ja doch noch froh, dass das Gute irgendwie mehr Kraft hat. And do not dare to come back! Okay, wenn du nicht stirbst, komme ich zurück. Ich bin gespannt, ob mich einer auffängt von meinen Höhlenfreunden. Well, maybe not alive. Still kicking. Back in hell. Could be worse. Halt, halt. Ich bin wieder in der Hölle gelandet, ey. Ich gedacht, dass ich mich da ein bisschen befreit hätte von. Hier konnte ich nur eine Seele aufnehmen. Oh nein, ey. Ja, aber gut, der ist verschwunden. Ich dachte schon, wir müssen mal wieder gegen einen kämpfen. Ah, das ist er wieder. Ja, verpiss dich mal, oder? Entweder möchte er, dass wir ihm folgen, oder wir haben einfach nur Glück. Alter, übel. Mal ein bisschen. Ja, das klassische Boxen liegt uns irgendwie besser. Na komm, den kriegen wir noch. Komm schon, komm schon. Hoffe ja, dass meine Energie ausreicht irgendwie. Noch ein Schlitz hinten im Rücken. So, oh, er hat ihn aufgefangen. The famous savior and destroyer finally drops in. Krass, den können wir noch gar nicht. I'm happy to hold your hand. Would you be happy to lift me up? Of course, more than happy to help one of such renown. Alter, der muss Kraft haben, ne, mit einer Hand. The Savior and Destroyer has the power to get out of any sort of trouble with ease. Me? I'm just an old demon. I couldn't hope to help. I would be unworthy. Simply unworthy. Fucker! Alter, er hat ihn echt fallen lassen. Ja. Es hat irgendwas aufgefangen. Ein Drachen oder, ach hier, ja. Unser Unterzeichner. You dare interfere in my dealings? Too early. His time will come. But not yet. Give him back.
You were talking like he belongs to you, Belly, old friend. Lucifer, explain this outrage. Desmond is extraordinary. He is valuable to all of us. He must stay alive. Let him prove his worth. If he really is so special, he'll have no trouble at all with it. I can send him back myself. Very well. Just one trial and get him back on Earth. Okay. Wir bekommen noch eine weitere Chance. Ich hoffe, das war nicht die letzte. Follow me. Wait. Oh, come on. Also hier mit der Fat Guy Call. Wir mal den Weg hier. Warte mal, wir nehmen uns hier nochmal eine Seele auf. Kann ja nicht verkehrt sein. Alter, mal diese technischen Geräte hier überall. Ah, da geht's weiter. Fettes Tor. Noch eine Seele. Sehr gut. Wäre natürlich geiler, man hätte eine Energieanzeige unten und man sieht, die lädt sich dann wieder auf. What do you want me to do, old man? Do you know who I am? I heard Lucifer call you Bal. I am Belial, one of the four princes, commander of the armies of hell. You needed a good entrance. So what? Who threw you back to hell this time? Guy with wings, feathered, blonde. You know him? Ah, yes, I do. You will need to be prepared. Listen, complete my errand and I'll give you a way back and something to fight with. What's that? The best weapon. Yourself. Have a look. Die beste Waffe ist man selber. You thought they were just for decoration. Oh, gibt uns ein neues Zeichen, eine neue Fähigkeit. What do you want me to do? There's a demonic prison nearby, just past the River of Lava. All of Lucifer's special captives go there. The executors have no entrance behind its gates, only the convicts do. Find a way inside and bring one of them to me. Who, exactly? His name is Agares. He once was a soldier of mine. Why don't you just ask Lucifer to release him? Because Lucifer locked him up in the first place. Oh, come now. You are the savior and destroyer. It should be a walk in the park for you. There are no angels there. Don't be afraid. Oh, I swear to God. He's not here. Okay, er hat die Kraft, uns so zu behandeln, aber wir sollen für ihn die Drecksarbeit machen. Das finde ich ja schon wieder zum Kotzen. Naja. Funktioniert noch ganz gut. Weiß noch mal nicht, was Lucifer dazu sagt, dass ich hier so eine Typen hier vermackel. Oh naja. Hier hat man irgendwie Narrenfreiheit. Ja.
Alter, ein Schlag, ey. Das war eine Sahne, natürlich geil aus, wenn der Typ ist an 1000 Teile geflogen. Natürlich geil aus, ne? Muss man echt sagen, ey. Wer sowas zeichnet, sieht echt Hammer aus, wirklich. Hier ist ein Tor. Doch nicht. Ist klar, ich hätte gedacht, das wäre ein Tor gewesen oder so. Wollen wir mal rüber hier. Ja, sehr gut. Glück gehabt, der. Boah, jetzt haben wir hier in den tiefsten Abgründen. So, laufen wir jetzt hier links lang? Oder laufen wir da lang? Okay, das nimmt sich nichts. Boah, ich ahne was Böses. So eine große Arena. Da. Ziemlich gut schnell zerfallen. War nicht schlecht. Und ich bin wieder aufgeladen. Das heißt, ich habe meine dämonischen Kräfte auch wieder. Also ich kann mich wieder verwandeln. So ein richtig fettes Vieh. That tower. It looks like it's barely clinging to the bank. Weiß man nicht, sollte man seine Energie jetzt beim nächsten Gegner verschwenden oder warten wir? Okay, da sind ein paar Größen auch bei. Da kommt. Fire is mine. Tagelöhner der Hölle blieb hier noch über. Alles sehr gut, den haben wir noch ordentlich zerkloppt. God, this place. It's pretty obvious what they did here. Sehr schön. Das Tor auf, ne? Ja. Ich weiß nicht, warum er da nicht einmal durchschlägt. Okay. Klassiker mit der Schulter. Those chains. They're keeping that tower from falling down. Alter, wenn er schafft, so eine Ketten zu zerbrechen, dann könnte er eigentlich auch jeden Dämon, der hier rumläuft, sowas von umhauen, zerreißen, zerpflücken. Okay, aber vielleicht fehlt ihm da so ein bisschen der Wille, irgendwie die Kraft zu entdecken. Hier können wir jetzt hochklettern. Ja, die sind relativ einfach zu schlagen, aber es muss nichts heißen. Also ich habe jetzt in den Games keine große Schnauze mehr und sage, ach, pass auf, die mackeln wir jetzt ab und dann ist alles gut. Auf jeden Fall nicht.
Und da kommen irgendwelche anderen Gegner und dann war's das wieder. Dann bringt dich deine große Klappe auch nicht weiter. Okay, das hört sich auch noch etwas größerem an, was jetzt hier einen Aufstand macht. Ja. Soll ich irgendwie groß ausweichen? Das gibt's doch gar nicht. Ja, das Gute ist, dass sie meine Energie gleich wieder aufladen. Glück auf der. Kurz vor knapp war das. Energie sah nicht gut aus, muss ich sagen. Geiler Blick hier, ey. Geiler Anblick. Last chain. Here we go. Warum geht er denn da nicht? Kann er doch nochmal die Ketten lösen. Ich dachte schon, er macht das nicht. Müsste der Turm umfallen, ne? Ja. Oha. Ah, hier war das. Ich könnte mich besser verwandeln. Ah, wir müssen, alles klar. Aber seine Seele hätte mir eigentlich ein bisschen mehr Energie geben müssen, muss ich sagen. Wenigstens lädt die auf. Okay, wir können uns jetzt sogar verwandeln. In einen größeren Dämon. Ich glaube, das macht auch Sinn. Lass unsere menschlichen Gestalt rausgehen. The heat is rising. I'm getting closer. Teleporter ist inaktiv. Okay. Muss man den wahrscheinlich mal aktivieren. Kann man noch eine Seele einsammeln? Zurück. Ah, ich kann in seinen Kopf gucken, das war nicht schön. Kein schöner Anblick hier. So, jetzt muss der Teleporter wieder aktiv sein. Ja. Hier genau. Schauen wir uns mal die Karten an, wer weiß, für was das gut ist. So. This is the secret entrance to the demonic prison. Das sieht schon echt übel aus. Nein, schon wieder. Okay, die Kleinen gehen. Die dämonische Kraft lieber für den Großen auf. Das war für den hier. Ja.
ordentlich gepanzert, Alter. Das hat eine schöne Ausnummer, der Typ hier. Sehr gut. So, Freunde, und auch hier machen wir wieder Schluss. Wird langsam Zeit. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert das Ganze. Habe ich noch was vergessen? Ja, schreibt mal, ob das Spiel bei euch stabil läuft. Das würde mich mal interessieren. Also, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.